Servus oder so, endlich Sommer ist vorbei und das bedeutet den Start einer neuen Serie. Der eine oder andere wird sich denken, wahrscheinlich jeder wird sich denken, Hansus, wie dumm bist du denn? FIFA 16 steht vor der Tür. Was machst du denn? Wie kannst du eine neue Serie anfangen? Das ist doch richtig blöd. Viel blöder als das geht's natürlich auch nicht, das ist gar keine Frage, kann ich euch beruhigen, aber ich habe mir einfach mal gedacht, ich habe mir tatsächlich was gedacht, man mag es kaum glauben, FIFA 16 steht vor der Tür, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit und warum nicht starten? Wir können FIFA 16 jederzeit nochmal durchstarten lassen, das ist so mehr oder weniger die Beta-Phase der Serie. Ich werde sie nicht alleine machen, mit einem anderen YouTuber zusammen, mit einem sehr, sehr talentierten YouTuber. Sein Kanal heißt FIFA-Wahnsinn, Link natürlich in der Videobeschreibung, unbedingt abchecken, hat ultimatives Potenzial meiner Meinung nach, macht richtig starke Videos. Das sieht man selten, also ich schaue schon auch die kleineren FIFA-YouTuber ab und zu mal an, weil mir oft irgendwelche Leute das schicken, ich soll mir ihre Kanäle anschauen und so weiter, das schaue ich mir schon ab und zu an, aber die haben ja so viel Potenzial, der ist wirklich selten, also unbedingt in die Beschreibung gehen und sich das anschauen. In Folge der Serie werdet ihr so rübergehen müssen, weil das hier so ein bisschen dazugehört. Ihr seht da vorne einen Spieler, wir haben ein Team, er hat auch ein Team, der liebe Benny, der Herr FIFA-Wahnsinn. Und da vorne drin ist bei uns Jeremy Menez, ein Non-Rare. Und das ist immer so, wir haben einen Non-Rare im Team und sonst haben wir nur Rares. Ich baue zusammen mal das Team hier. Natürlich auch seltene wie genannt. Die Serie heißt nicht umsonst Seltenheit. Die Serie ist eine Seltenheit. Ich habe sie sonst noch nirgends gesehen. Wir bauen unser Team zusammen. Und währenddessen versuche ich die Serie ein klein wenig zu erklären. Also wie gesagt, wir haben beide ein Team. Das Team kostet so um die 100.000 Münzen. Nicht mehr, kann natürlich auch mal 20.000 Münzen kosten. Aber ich sage mal so ungefähr 100.000 Coins. Mehr ist da normalerweise nicht drinnen. Damit es ungefähr fair ist. Wenn jetzt ein 1,5 Millionen Team oder andere 100.000, dann ist das ein bisschen blöd. Ihr wisst Bescheid. Das Team ist auch sehr, sehr brauchbar, was ich da zusammengestellt habe. Dann werden wir gegeneinander spielen und es geht immer um das Rating des Non-Rare-Spielers da vorne drinnen. Es geht immer um den. Es kann auch ein Verteidiger sein, man kann auch einen Verteidiger nehmen, das wird wahrscheinlich keiner machen, denn es geht um sein Rating. Und das Rating wird immer zusammenaddiert. Das heißt, er hat im ersten Spiel eine 4,9, im zweiten eine 9,0, dann ist das zusammenaddiert 13,9. Und das Ziel ist, eine 20 zu erreichen. Wer zuerst die 20 mit seinen Spielern erreicht hat, der gewinnt die Serie. Es wird allerdings nicht immer derselbe Spieler da vorne drin stehen. Das wird natürlich hier ganz klar variiert werden. Und zwar dadurch, dass ihr abstimmen dürft. Der Gewinner stellt zwei goldene Non-Rares in die Beschreibung rein und dürft ihr abstimmen, beziehungsweise stellt sie am Ende des Videos vor. Und der Verlierer stellt zwei silberne Non-Rares vor. Und ihr dürft darüber abstimmen in den Kommentaren oder auch anderweitig. Das ist man natürlich wissen, vielleicht auch mit einem Straw-Poll. Das werdet ihr dann sehen am Ende des Videos. Ich werde wahrscheinlich die Kommentare machen die meiste Zeit. Dort dürft ihr dann abstimmen, wen ihr in der nächsten Episode sehen wollt im Team. Und das solltet ihr nicht nur bei mir machen, sondern solltet ihr auch zum Herrn FIFA-Wahnsinn übergehen, zum lieben Benny, und bei ihm abstimmen. Und das ist Pflicht, dass ihr darüber geht, euch das Video reinzieht, schaut, was er für Spieler vorstellt und dann abstimmt, wen ihr in der nächsten Episode bei ihm sehen wollt, wer gegen mich antreten soll. Und so werden am Ende die Episodenzahl, ich setze mal so um die 3-4 Episoden erreicht werden. Das ist eine wunderbare Zahl hier für das Ende von FIFA. Die Serie wird jeden Dienstag kommen, als Ersatz für Endlich Sommer, also als Ersatz. Ist ja eigentlich sogar besser, finde ich, als Endlich Sommer, finde ich, von der Serienidee hier. Und wir machen es nicht alleine. So, das Team ist komplett. Ich denke, ich habe was ordentlich zusammengestellt. Natürlich NLW, sehr, sehr gute Arbeitsraten, sehr geniales Team. Und dann geht's gegen den Benny. Ich habe noch nie gegen ihn gespielt. Das wird sehr, sehr interessant. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg, damit wir in der nächsten Episode zwei Gold-Non-Rares vorstellen dürfen. Und er muss dann mit den Silber-Non-Rares leben. Ihr seht das Team. Ihr seht gleich sein Team. Und dann geht's los. Hatscha! Und da ist es, das erste Spiel der neuen Serie Seltenheit. Ihr seht sein Team, auf jeder Position wahnsinnig gut besetzt, vor allem Ramos und Chiellini da hinten drin sind natürlich eine richtige Bank. Ich hoffe, ihr gebt einen Daumen auf die neue Serie. Ich sag mal ganz, ganz vermessen hier, 3000 Daumen wären der Oberhammer. Haut jeder einen Daumen rein, der diese Serie gefällt, in diese Serienidee gefällt. Ich finde noch ein paar Links in der Beschreibung, checkt ihr auf alle Fälle alle aus. Und jetzt geht's in das erste Spiel gegen den Benny. Ich habe noch nie gegen ihn gespielt, außer gerade eben haben wir sozusagen ein Testspiel gemacht. Das ging 0:0 aus. Ist das ein Zeichen? Ich hoffe, es gibt mehr Tore in der Partie. Klasse Aktion von Pogba. Jetzt vielleicht, da ist das 1:0, das erste Tor. Hier dauert es nur bis zur 11. Spielminute. Und dann netzt der Franzose zum ersten Mal ein. Leider nicht Jeremy Menez, der andere Franzose. Aber so richtig gesprintet ist er nicht. Da wollte ich eigentlich sprinten. Er läuft ganz normal weiter, aber mit dem schwachen Linken dennoch sein Tor. Paul Pogba 1:0. Klasse gemacht, Jeremy Menez zieht rein. Ich laufe einfach weiter, anstatt hier nochmal die Richtung zu ändern. Und dann der erste Abschluss von unserem Non-Rare-Spieler in dieser Partie. Aber er macht den nicht rein. Wieder Franck Ribéry, der macht mächtig Dampf da drüben. Der macht wirklich Spaß, der Typ. Jetzt geht er am Gegenspiel vorbei, zieht den 16er, schließt ab, aber
Der wird in letzter Sekunde noch geblockt. Das läuft ganz gut bis jetzt in dieser Partie. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich vorhin im Spiel eingespielt. 1:0 steht es hier zur Halbzeit. Der Franck Ribéry macht immer so komische Tricks, die ich gar nicht machen will. Vielleicht die ganze Zeit den Hokuspokus machen. Ich denke, dass der Benny noch denkt, ich möchte irgendwie auf Zeit spielen oder so. Nein, das ist nicht der Plan. Ich will Hokuspokus machen, schon die ganze Zeit. Aber entweder du greifst mich an oder er macht einen anderen Trick. Und eine Flanke führt zum 1:1 Ausgleich. Direkt nach der Halbzeit setzt er sich da draußen mit Barnetta durch, bringt den Ball in die Mitte. Das ist der Atsu, der sich einfach mal hier gegen Sergio Ramos durchsetzen kann. Ist doch eigentlich eher ein kleiner Spieler. Also Sergio Ramos, das war nicht so sonderlich gut von dir. Da habe ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, mein Herr. Lichtstein im 16er, Lichtstein vom Tor, und wir bekommen auf einmal einen Elfmeter. Ich weiß nicht, soll ich den jetzt schießen? Soll ich den reinmachen? Es wäre eine riesen Chance gewesen mit Lichtsteiner. Es wäre eine riesengroße Chance gewesen. Ich glaube, ich wäre meiner Meinung nach durch gewesen. Und dann wird irgendwie Menez gefault. Ich weiß nicht so recht. Da, schaut euch das an. Dann wird Menez irgendwie umgefault. Das ist halt ganz, ganz schwer. Ich meine, Lichtsteiner wäre durch gewesen. Ich glaube, ich werde ihn jetzt schießen, diesen Elfmeter, aufs Tor, nicht daneben. Allerdings nicht mit Menez, wie man es normalerweise erwarten würde, was das Intelligenteste wäre. Sondern ich werde den jetzt mit Lichtsteiner schießen, damit es ein bisschen fairer ist, weil sonst schießt das Rating hier von natürlich Menez entsprechend hoch. Das wollen wir nicht, weil das wäre keine Chance für ihn geworden, sondern es wäre eine Riesenchance für Lichtsteiner geworden. Und deswegen schieße ich den jetzt mit Lichtsteiner und werde ihn versuchen, ins Tor reinzubringen. Lichtsteiner, und das ist das 2:1 tatsächlich. Ich denke, das ist die fairste Lösung. Es wäre eine Riesenchance geworden. Jetzt versuche ich hier natürlich mit Jeremy Menez. Jeremy Menez allein vom Torwart, aber er bringt ihn wieder nicht am Keeper vorbei. Das ist eine sehr, sehr schöne Aktion von ihm. Haben wir nicht auch gesehen sitzen im Spiel. Klasse gemacht, Jeremy Menez. Da habe ich einfach den Übersteiger angetäuscht. Und dann ist es sein Tor. Er macht doch noch eins. Das 3:1. Vielleicht noch eine Bude. Vielleicht den Ball holen, vielleicht noch eine machen. Man weiß es nicht. Aber das war ganz, ganz schön gemacht von Jeremy. Und dieses Mal ins Tor. Also er hat gedacht, ich ändere die Richtung. Mach die Übersteigung und laufe einfach geradeaus weiter. Aha. Wir gewinnen 3:1 am Ende. So geht das Spiel hier aus. Die allererste Partie dieser Serie endet 3:1 für den Hansel. Aber das ist eigentlich relativ egal. Worum es geht, ist die Wertung der Spieler. Allerdings muss er in der nächsten Episode mit ein, zwei Silber-Non-Rares im Team auskommen. Ihr dürft natürlich in seinen Kommentaren abstimmen, beziehungsweise ihm abstimmen, welche Spieler das sein sollen. Hier das schöne Aktion von Paul Pogba. Jeremy Menez mit einer 7,9. Er hat natürlich hier ein Tor geschossen. Und bei ihm, wir können es auch anschauen, mit einer 6,5. Kone, das ist kein so ein riesengroßer Unterschied. Das sind 1,4 Punkte. Das ist quasi nichts. Das kann sich so leicht wieder ändern. Hier sind wir nun und ihr habt die Wahl zwischen zwei goldenen Non-Rares für unser Team der nächsten Episode. Zur Wahl stelle ich euch dieses Mal Divock Origi von Liverpool oder der ultrabullige Stürmer Aboubakar vom FC Porto. Beides sind krasse Tormaschinen. Welchen der beiden möchtest du in der nächsten Episode sehen? Stimme einfach per Kommentar mit dem Spielernamen im Kommentarbereich ab. Der Spieler, der öfter genannt wird da unten, der zeigt in der nächsten Folge, was er so kann. Und vergiss nun nicht, dir die erste Episode vom Herrn FIFA-Wahnsinn aka Benny reinzuziehen. Er braucht deine Meinung in den Kommentaren. Und wenn du schon mal dabei bist, dann abonniere ihn doch gleich. Seine Videos sind Hansus approved. Was bedeutet das bitte? Ja gut, das bedeutet jetzt nicht so viel. Du musst es selber rausfinden. Schau sie dir einfach mal rein. Ich kann sie dir nur empfehlen. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung oder im Kommentarbereich zu ihm. Auf, hau den Daumen rein, check die Links ab und dann verzieh dich. Bis zum nächsten Mal, euer Bernie. Tschüss.